Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Mario, herzlichen Dank für die Einladung, auch für die freundliche Begrüßung, auch für das Lob für Bayern. Es war angemessen. Ich muss ehrlich sagen, danke. Also nach dem Bayerischen Staats- und Hofprotokoll bedeutet, wenn eine Festrede drinsteht, dass sie mindestens doppelt so lange ist wie alle Vorredner zusammen, meine Damen und Herren. Mario hat mir aber oben schon gesagt, eigentlich muss ich nicht lang reden, es reicht, wenn ich mich zeige. So. Es tut mir jetzt für Sie ein wenig leid, weil Sie sehen meine beste Seite, aber meine Damen und Herren, ich komme trotzdem sehr gerne, und zwar um Referenz zu erweisen, Mut zu machen und Freundschaft auch zu dokumentieren. Denn eines steht fest, wir haben ein großes Interesse daran als Bayern. Ich habe jetzt gerade gehört, ohne euch hätte es Bayern gar nicht gegeben. Danke, danke. Jetzt weiß ich endlich, warum wir seit so vielen Jahren freudig den Länderfinanzausgleich zahlen. Also, jetzt macht das Ganze dann etwas Sinn. Ja? Wir sind Freistaaten. Und das ist etwas Besonderes mit diesem Begriff Freistaat. Den gibt es nur, zunächst in der alten Westrepublik, gab es ihn nur in Bayern. Und da gab es immer Ärger, ja, weil die Bonner schon Probleme hatten. Was meinen die mit Freistaat? Heißt frei, sich was mehr rausnehmen? Heißt Freistaat, dass sie am liebsten ein eigenständiger Staat werden? Es geht mir oft so, wenn ich im Ausland bin, fragen manche, ist denn Bayern ein eigenständiger Staat? Ja. Bis heute vermeide ich es, auf diese Frage eine abschließende Antwort zu geben, meine Damen und Herren. Man weiß ja nie, was noch passiert. Ja. Und wir haben uns damals sehr gefreut, als endlich die Einheit gekommen ist, dass es noch zwei weitere Freistaaten gibt. Denn Freistaat bedeutet schon ein bisschen zu sagen, wir sind alles gern Deutsche, wir sind gern in Deutschland, wir unterstützen unsere gemeinsame Bundeshauptstadt Berlin. Aber meine Damen und Herren, es gibt auch außerhalb von Berlin ein schönes und starkes Leben in Bayern, Sachsen und besonders in Thüringen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und in der Tat verbindet uns viel. Also nächstes Mal, ihr esst gern Bratwürste, wir auch. Wobei die Nürnberger ein bisschen kleiner sind. Ja? Da muss man schon ganz schön viel essen, um auf das Thüringer Niveau zu kommen. Ja? Deswegen sind die auch in der Regel schlanker, Mario. Wir sind auch von der Mentalität, gerade wir Franken und die Thüringer ähnlich, ja? Im Inneren voller totaler Euphorie. Aber wir sind der Meinung, es muss nicht jeder sofort merken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ah, deswegen halten wir uns etwas zurück. Ja? Das unterscheidet uns von rheinischen Frohnaturen beispielsweise. Die lachen schon, bevor sie gefragt werden. So, das ist so ein bisschen der Unterschied. Und ich muss ehrlicherweise zugeben, gerade wir Bayern profitieren enorm. Deswegen will ich auch jetzt ganz im Ernst ein großes Kompliment machen. Bei uns in Bayern arbeiten und haben seit der Wende damals unglaublich viele Menschen, gerade aus Thüringen, gearbeitet. Und damals hieß es ja 1990, Bayern wird absteigen in Deutschland. Bayern wird nicht erfolgreich sein, es wird kleiner. Ich sage ganz ehrlich, aus der Verbindung der gemeinsamen Tradition und vieler Menschen, die auch bei uns arbeiten, ist Bayern stärker geworden. Ohne Thüringen, ohne Sachsen wären wir nicht heute da, wo wir wären. Und deswegen sage ich ein herzliches Vergelt's Gott. Wir wollen es zurückgeben und wir wollen endlich wieder, dass Thüringen nicht irgendwo hinten in der Tabelle steht, sondern da, wo es hingehört, ganz nach vorne. Deswegen bin ich da und will gerne mithelfen, meine Damen und Herren. Ich muss ehrlich sagen, Mario, du hast gerade eine super Rede gehalten. Als ich ihn erst einmal kennengelernt habe, Professor Mario Vogt, dachte ich, naja, gut, Professor, gab es immer in der deutschen Politik ein paar, ist nicht super, Professor Spitze, ja. Aber auf den ersten Moment wirkt es ja so ein bisschen, naja, toll. Und ich muss sagen, wie du dich in den letzten Jahren, aber auch in den letzten Monaten geschlagen und präsentiert hast, nicht nur bei deiner Rede, sondern, meine Damen und Herren, ich fand, wo ganz Deutschland zwar am liebsten gern über die AfD schimpft, wo die ganzen deutschen Medien am liebsten gern über den Herrn Höcke streiten, aber die allerwenigsten haben den Mumm, haben den Mut, haben die Statur,
haben dann auch die Kraft, diese Person zu stellen. Und eines kann ich nur sagen, es war nicht nur eine richtige Entscheidung, du hast dieses Duell auch gewonnen und man hat eines gemerkt, dieser Mann kocht absolut nur mit destruktivem Wasser und deswegen brauchen wir ihn auch nicht als Ministerpräsident in diesem Land, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine, unsere Unterstützung hast du. Es ist nicht die wichtigste, die musst du in dem eigenen Land erreichen. Aber du kannst danach auf eine offene Hand und eine gute Zusammenarbeit rechnen. Nichts gegen deinen vielleicht Vorgänger, weiß man nicht so genau. Aber in den letzten Jahren war es halt immer nie ganz einfach, weil es genauso ist. Wenn die Ampel Hü sagt, dann sagen wir manchmal Hot. Aber Thüringen hat immer gesagt Hü Hü. Immer unterstützt. Es gab selten mal eine eigenständige Idee. Und ich finde ehrlicherweise auch, wenn ich jetzt noch ein bisschen die Mentalität vergleiche, dann glaube ich, wollen die Thüringer in Ruhe, friedlich, gut arbeiten für die Familie. Jetzt seht ihr ein tolles Land, aber jetzt auch nicht so groß. Also wir haben 13,5 Millionen Einwohner, nur mal so ein bisschen zum Vergleich. Ja, so. Also fast dasselbe. Ja. Im letzten 10 Jahren 1 Million Zuzug, auch nicht so übel. Ja. Aber ihr habt ja fast in den letzten 10 Jahren genauso viel Schlagzeilen gemacht wie wir. Ja. Das ist bei dem bayerischen Hollywood-Theater immer relativ normal. Aber bei euch war das ja nicht normal. Aber die Schlagzeilen, die waren nicht mit den Dingen, die du angesprochen hast. Nicht mit Erfolgen, nicht mit Rekorden, nicht mit Verbesserungen, nicht mit neuen Leistungen und nicht mit, verbunden mit einer steigenden Zufriedenheit, sondern irgendwie ein Hin und Her. Eine instabile Regierung löst die andere ab und am Ende ist so eine Situation, dass man im eigenen Land darüber nachdenken muss. Ganz Deutschland redet über uns, aber nicht, weil wir die Spannendsten, die Aufsteiger sind, sondern weil wir vielleicht eine einzigartige Situation haben. Und deswegen, meine Damen und Herren, vielleicht ist es in diesem Jahr die Chance, dass Thüringen ein bisschen zur Ruhe kommt, dass Thüringen endlich Seriosität hat, dass Thüringen endlich Stabilität hat, dass Thüringen sich endlich um das kümmern kann, was eigentlich jeder will, für seine Familie die beste Voraussetzung schaffen, damit die eigenen Kinder eine Zukunft haben, dass man leben kann, dass man vernünftig leben kann und dass man nicht den ganzen Tag sich fast für die eigene Regierung schämen muss. Das wäre der Anspruch und du bist der Richtige. Deswegen wünsche ich dir und wünsche ich uns, dass im Herbst dann, wenn die Wahl vorbei ist und es gibt eine Ministerpräsidentenkonferenz, endlich aus Thüringen Mario Vogt die entsprechende Stimme und das Land vertritt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bis dahin wird es aber noch eine harte Zeit. Das weiß man und das sieht man. Wir haben erst die Kommunalwahl bei euch, dann die Europawahl und dann die Landtagswahl. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich ein paar Sätze noch zur Europawahl sagen, weil die Kollegin da ja ein anspringt, quasi optisch auf jeden Fall, mit dem Rot, ja. Ja. Ich überlege aber ehrlich gesagt immer noch, warum eine CDUlerin vor allem Rot trägt, aber die Farben sind jetzt andere übrigens, um jetzt umsteigen, ja, auf Türkis, aber es steht blendend, also super alles, ja. Nicht, dass ich in der Ärger kriege. Diese Europawahl. Wissen Sie, was mich im Moment ein bisschen umtreibt bei der Europawahl? So richtig redet da keiner drüber. Und das ist alles ein bisschen lätschig so. Vor wenigen Wochen startete die Wahl in Indien. Das ist die größte demokratische Wahl des Planeten. Auf Platz 2 ist diese Wahl Europa. Über 400 Millionen Menschen können wählen. Sind die Demokratien in der Welt auf dem Vormarsch? Können wir uns zufrieden zurücklegen? Sagt Amnesty International, super Menschenrechte, Demokratie in der Welt, die Sache ist gelaufen. Überall, meine Damen und Herren, ist die Demokratie auf dem Rückzug. Autoritärstaaten, Diktaturen, von außen und von innen heraus, und sowas erleben wir bei uns ja auch zum Teil, versuchen das, was unser Freiheitskern ist, dass der Einzelne über sein Schicksal selber entscheiden kann, dass er die Meinung vertreten darf und ihm muss keinem gefallen, aber er hat die Chance, sich und seine Ideen einzubringen. Dass das auf dem Rückzug ist, und ich würde mir wünschen, dass wir dann endlich verstehen, was hohes Gut wir haben. Geht dies einmal verloren, ist die Demokratie einmal weg,
wird sie so schnell nicht wiederkommen. Und darum appelliere ich, meine Damen und Herren, lassen Sie uns die Chance nützen, bei so einer Europawahl auch ein Zeichen für Demokratie, auch ein Zeichen für Freiheit zu setzen und in der Welt zu zeigen, wir Europäer wollen Demokratie. Und deswegen gehen wir zur Wahl, meine sehr verehrten Damen und Herren. Du hast vorhin gesagt, Erasmus hat eine junge Studentin gesagt. Was sind denn aber eigentlich die wichtigsten Dinge für Europa? Ich sage es mal für mich, ja. Eines bleibt immer Frieden. Warum wollen eigentlich viele Länder in die Europäische Union? Nicht nur wegen dem Geld, wie manch einer meint, sondern weil sie darin die Chance sehen, ihre nationalen Konflikte, ihre Konflikte mit den Nachbarn friedlich zu organisieren. Gäbe es dieses Europa nicht, was gäbe es wohl für Spannungen und tatsächlich auch militärische Konflikte? Zweitens, es ist ein wirtschaftlicher Raum. Also wir können unsere tollen BMW nicht nur Niederbayern verkaufen. Selbst Thüringen wird ihnen nicht reichen. Also wir sind froh, dass wir diesen europäischen Markt haben. Der ist für Deutschland die entscheidende Basis. Und das Dritte, und das versteht ihr besser als jeder andere, wir können uns durch dieses Europa frei bewegen. Für mich war das übrigens als Kind immer so, wenn wir in Italien in Urlaub gefahren sind, stundenlang stehst du am Brenner, weil die Passkontrolle war. Übrigens, einer der Gründe, warum ich mich politisch engagiert habe, war, dass man in Richtung Westen von mir zu Hause von Nürnberg gut fahren konnte. Und irgendwann war man am Atlantik. Ich habe aber als junger Mensch nicht ganz kapiert, wieso fährt man denn, wenn man in den Osten fährt, nur eine halbe Stunde, Stunde, anderthalb. Und plötzlich steht man vor so einer Mauer. Und da habe ich gedacht, Mensch, was bewacht man denn da eigentlich? Was gibt's denn da? Und da sahen da Wachmänner oben. Und da dachte ich, die schauen mich an, die haben mich nicht angeschaut, die haben auf die andere Seite geschaut. Und das war übrigens genau der Grund, warum ich von Anfang an in meiner politischen Arbeit als junger Mann mir überlegt habe, wie muss eigentlich eine politische Kraft wie die alte SED und alte Kommunisten, wie müssen die eigentlich gestrickt sein, wenn sie den eigenen Menschen nicht einmal zutrauen, in ihrem eigenen Land mit ihrer Ideologie zu leben, sondern verhindern wollen, dass sie weggeht. Ich möchte nie wieder ein Europa haben mit Grenzen, mit Freiheitsbeschränkungen. Ich möchte nie wieder ein Europa haben, in dem alte Ideologien bestimmen. Wir brauchen und wollen die neue Freiheit, meine Damen und Herren. Das ist nämlich unsere Freiheit, zu der wir stehen. Und dann gibt es noch einen anderen Grund. Ich saß bei einem Staatsbankett. Wir Bayern haben ja auch große Ereignisse. Wir haben zum Beispiel, wir richten immer die große Ereignisse als Sicherheitskonferenz, G7-Gipfel. Zweimal hintereinander übrigens. Hat uns damals ein bisschen gewundert, als der neue Bundesregierung dran war. Olaf Scholz hat uns angerufen und gesagt, wollt ihr den G7-Gipfel wieder ausrichten? Wir haben uns erst gedacht, Mensch, so ein ehemaliger Hamburger Bürgermeister will nach den guten Erfahrungen mit dem G20-Gipfel was machen? Nein, haben wir gern gemacht. Und dann macht man auch so ein Staatsbankett. So was wirst du vielleicht auch mal erleben. Staatsbankette sind eine echte Herausforderung, weil sie sitzen nämlich definitiv 3 Stunden neben jemand. So. Meine Frau hatte Glück, sie saß neben dem argentinischen Präsidenten. Der hat ihr erzählt, wie so Lateinamerikaner sind. War sehr beeindruckend. Und neben mir saß der Präsident von Indien, Modi. Toller Mann. Aß etwas Vegetarisches aus Indien mitgebracht, was ich nicht sehen konnte, und trank ein Wasser, auch aus Indien, ein bisschen trüb, aber schmeckt wahrscheinlich. Aber der Hammer kommt jetzt, wir haben uns dann lange unterhalten und politisch relevant, über alles Mögliche. Und da war eine Frage, es ging um das Thema Ukraine-Russland, was damals vor 2 Jahren wirklich losging in der Bewegung. Ich sage, ja, was tut ihr, wie geht man damit um global? Da sagt der Präsident, und das ist ein Satz, den muss man sich merken, sagte, ihr Europäer solltet irgendwann mal merken, dass eure Probleme nicht mehr die Probleme der Welt sind, und die Probleme der Welt mit euch nicht mehr viel zu tun haben. Was sagt einer der mächtigsten Männer der Welt, des bevölkerungsreichsten Landes der Welt, sagt, Kinder, eure Probleme interessieren uns nicht und die Welt. Und bitte haltet euch aus dem raus, was die Welt ist, weil davon habt ihr keine Ahnung und seid nicht relevant. Wenn man das einfach nochmal sacken lässt und überlegt, was da jemand sagt, der es nicht böse mit uns meint, mit einer sehr realistischen Einschätzung, und sich dann überlegt, dass dieses Europa nicht mehr stattfinden würde, meine Damen und Herren, der erkennt erst, wie entscheidend es ist, dass wir diese Europäische Union haben und voranbringen. Denn es ist die einzig echte Plattform, um mit den ganz Großen der Welt zu reden. Klar, ein Ministerpräsident kann mal hinfahren. Ich war auch in China, Präsidenten getroffen, Pandas, alles, meine Damen und Herren. Ja.
Wir empfangen alles gut, aber die eigentliche Bedeutung ist, dass ich aus einem großen und starken Bundesland, wahrscheinlich sogar das stärkste in Deutschland, aber eben in Deutschland und vor allen Dingen aus Europa kommt. Und deswegen ist es unsere gemeinsame Aufgabe, dieses Europa stark zu halten, damit unsere Ideale, unsere Werte und unser Wohlstand in der Welt vertreten wird. Und diese Stimme ist Europa. Und deswegen dürfen wir sie nicht kaputt machen lassen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mario, du hast so vieles angesprochen, was ich beinahe gesagt hätte, ich beim CDU-Parteitag oder auch in meinem Bayerischen Regierungsprogramm genauso habe. Und deswegen kann ich nur sagen, super Rede. Ich hätte sie nicht besser halten können. Aber bei Europa ist mir nur wichtig zu sagen, ja, aber zu Europa. Also Europa ist spitze, aber noch nicht perfekt. Natürlich müssen wir arbeiten. Und du hast die Bürokratie angesprochen. Wussten Sie, dass Europa die größte Rechtsetzungsinstanz der Welt ist? Meisten Gesetze, Richtlinien, weiß nicht, was du alles da mit verbrochen hast, im Zweifelsfall die Schlimmste verhindert, das ist immer so unsere Idee, ja, sehr gute Aussage. Ich glaube zum Beispiel, Politiker neigen dazu, wir alle, mit Gesetzen und Richtlinien zu arbeiten. Ich glaube, die größte wirkliche Leistung im gesetzestechnischen Umfeld wäre, stellen Sie mal vor, Europa würde mal ein, zwei Jahre keine einzige neue Regel erlassen, ja? Was wäre das für ein Segen für die Menschen? Einfach mal ein, zwei Jahre, keine neue Regel. Wir sollten zum Zweiten, wir sollten uns für den Klimaschutz einsetzen, aber mit Verstand, nicht gegen Wirtschaft und Menschen, sondern dafür. Vor einigen Tagen, haben Sie es gesehen, war Robert Habeck, Pressekonferenz ging früh um 8 Uhr. Ganz schön früh für den Grünen. Also ein Schild hingehalten und sagte: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Deutschland hat letztes Jahr die Klimaziele perfekt geschafft. Journalisten waren verblüfft, sagen: Mein Gott, wir haben es nicht gemacht. Ja, weil die Wirtschaft eingebrochen ist. Wenn das das Ziel ist für uns, dass wir sozusagen mit einem Rückgang von Wirtschaft hoffen, Klimaziele zu erreichen, dann wird es nicht erfolgreich sein. Und wenn wir unsere wichtigsten Industriebereiche schädigen, dann werden wir nicht erfolgreich sein. Alle haben jetzt Angst vor chinesischen Autos, alle. Und ich wundere mich darüber, weil wir eigentlich alles tun, um unsere eigene Automobilität zu schwächen. Wir streichen die eigene Elektromobilitätsförderung in Berlin, die ich übrigens noch in der GroKo mit eingeführt habe. Wir verbieten den Verbrenner, der heute übrigens anders als vor 20 Jahren in enormer Technologie sich entwickelt hat, den übrigens die Chinesen versuchen nachzubauen, um auf amerikanischen und anderen Märkten der Welt erfolgreich zu sein. Und wenn wir dann schon, meine Damen und Herren, über Automobilmessen reden, wir haben die IAA bei uns, da müssen Sie mal die Reden anhören. Der Münchner Oberbürgermeister, ein Sozi, der redet über Radfahren, ja, ich finde Fahrradfahren toll, ja. Olaf Scholz, damals nach seinem Sturz beim Joggen, redet normalerweise halt mehr über das Joggen, logischerweise. Keiner redet über das Auto, er war der einzige Redner. Was gibt denn das für ein Bild ab, nicht nur für die eigenen Automobilunternehmen, sondern für die Märkte der Welt, die darauf schauen, was machen die Deutschen? Und sorry, neben vielen Dingen ist Automobil und unsere Autos einer der wichtigsten Exportschlager. Ich wünsche mir endlich, dass wir wieder vernünftig werden und das, was wir können und was wir gut machen, auch ordentlich in der Welt vertreten und nicht immer schlecht reden, runterziehen und verneinen, meine Damen und Herren. Und das Thema Migration, du hast es angesprochen. Ich bin dir sehr dankbar, dass wir eine einheitliche Linie haben. Wir waren ja bei der CSU in Bayern immer schon ein bisschen, wie soll ich sagen, bodenständiger bei dem Thema, hatten oft auch miteinander diskutiert, auch mit der CDU. Und ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsame Auffassung haben. Wir sind ein integratives Land. Wir sind ein solidarisches Land. Wir in Bayern übrigens haben mehr Menschen aus der Ukraine aufgenommen als ganz Frankreich, meine Damen und Herren. Nur mal so eine Relation. Nur wir spüren insgesamt, weit über das hinaus, natürlich eine Überforderung. Eine Überforderung der Gemeinden, der Kommunen, der Städte. Wir spüren aber auch eine Überforderung unserer demokratischen Stabilität. Die Menschen sind einfach unsicher, wie geht es da weiter. Und deswegen müssen wir bei dem Thema Migration in Europa und in Deutschland ein vernünftiges Konzept mit Maß und Mitte haben. Ich bin sehr froh, dass wir endlich Grenzkontrollen haben. Wir haben das jahrelang gemacht. Wir haben in Bayern sogar eine eigene bayerische Grenzpolizei eingerichtet.
Bis heute im Bayerischen Landtag haben die Grünen nicht kapiert, was das bedeutet. Neben der Bundespolizei sichern wir neben den normalen Grenzkontrollen, den stationären, die gesamten Bereiche der grünen Grenze. Sie wissen, was es da geht. Und so ist es ganz klar bei uns, so bieten wir den Schleppern und Schleusern Einhalt. Wenn jemand Hilfe braucht, bekommt er sie. Aber Schlepper und Schleuser müssen merken, meine Damen und Herren, dass ihr menschenverachtendes Geschäft bei uns keine Chance hat. Und deswegen haben wir auch in Bayern mehr Polizei denn je zuvor. Wir haben mehr Justiz als je zuvor, sodass ich jedem sage, der auch nach Deutschland will, überleg da, ob du nach Bayern kommst. Ja, bei uns wirst du schneller gefasst und länger verknackt. Und so muss es überall in Deutschland sein, meine Damen und Herren. Gauner haben keine Chance. Und mal ganz ehrlich, also das mit der Bezahlkasse hast du angesprochen, war bei euch übrigens eine kleinere, wir haben eine größere gemacht. Aber es ist ein wichtiger Ansatz, weil viele Menschen kommen ja auch vielleicht vom Gefühl her, dass unsere sozialen Anreizfaktoren sehr hoch sind. Wir diskutieren da übrigens immer mit den gleichen Parteien drüber, ob das richtig ist, Grünen und anderen. Kann man das, soll man das, darf man das? Wir haben auch die Bezahlkarte gemacht, um diese Anreizfaktoren zu senken. Und ich finde übrigens, es kommt noch was dazu, ich finde übrigens auch, wenn wir in einem rechtsstaatlichen Anerkennungsverfahren bei Asyl am Ende eine Entscheidung haben, unsere Gerichte, dass jemand nicht anerkannt wird, wieso bekommt er dann die gleichen Leistungen, wie wenn er im Asylverfahren ist? Wenn jemand nicht anerkannt wird, dem der Staat, die Gerichte, die Gesellschaft sagt, du musst unser Land wieder verlassen, finde ich, kann nicht in gleicher Weise sozialstaatliche Leistungen zustehen, meine Damen und Herren. Das muss endlich vernünftig entschieden werden. Und Mario, ich bin dir auch sehr dankbar, dass du angesprochen hast, es gibt da nicht nur die Frage, wer kommt neu zu unserem Land? Wir brauchen Erwerbsmigration, aber wir sind skeptisch bei der Zuwanderung sozialer Sicherungssysteme. Aber manche fragen auch, ja, was passiert denn eigentlich jetzt schon? Deutschland wird übrigens nicht nur, wie es früher hieß, am Hindukusch verteidigt. Auch auf den Marktplätzen und in U-Bahnhöfen. Auch da muss die Sicherheit für unsere Bürger und Bürger gewährleistet sein. Objektiv ist sicher, wie subjektiv. Und deswegen ist es mit diesem Kalifat kein Spaß. Manche versuchen es jetzt zu interpretieren, das ist eine Frage der Glaubensfreiheit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kalifat hat nichts mit Religion zu tun. Das Kalifat ist eine politische Ordnung, ein politisches System. Da steht dahinter die Idee, unsere rechtsstaatliche Ordnung zu beseitigen. Dahinter steht die Idee, eine Art Gottesstaat mit Scharia als Grundbasis zu entwickeln, in der Frauen, Minderheitenrechte, Demokratie und Freiheit völlig unvorstellbar ist. Und die Dreistigkeit dieser Demos zeigt sich immer mehr. Die eine Woche wird demonstriert mit diesen schlimmen Schildern. Ich weiß nicht, warum man das nochmal genehmigen muss, meine sehr verehrten Damen und Herren, Hamburg. Ich weiß nicht, warum nochmal. Und dann machen sie es ja noch dreister, indem sie sagen, weil eine der Auflagen war, es darf keine Geschlechtertrennung sein. Das haben sie so gelöst, indem gar keine Frauen mehr mitlaufen durften. Ja? Dann haben sie ja, die dürfen nichts auf den Schildern schreiben. Dann haben sie nur draufgeschrieben, Zensur. Und haben in einer hochaggressiven Form gezeigt, was sie denken. Ich teile deine Meinung. Wir haben den Antrag übrigens aus Bayern eingebracht. Thüringen hat ihn nicht unterstützt. Das könnte künftig anders sein. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, es ist ja völlig in Ordnung, wenn jemand ein anderes Land und eine andere Idee hat und eine andere Gesellschaftsordnung macht. Aber wer das will, der kann das überall vertreten. Aber nicht bei uns in Deutschland, meine Damen und Herren. Der muss eben dann woanders diese Philosophie und Idee vertreten. Das sind Dinge, die wir in Europa weiter voranbringen müssen. Mit einheitlichen Regeln, die dann aber Hoffnung geben. Ja, aber nicht nein. Es gibt eine politische Gruppierung, die sagt nein. Und übrigens faszinierend, diese Bewegung, diese Partei hat in Europa gar keine Freunde. Selbst andere Rechtspopulisten haben einen gewissen Ekel vor dieser Partei. Frau Le Pen, nicht gerade zart beseitigte Diplomatin, nie mit der AfD, lieber nicht. Diese AfD, das ist ja wie immer typisch, in Deutschland ist es dann am schlimmsten, die hat eine Philosophie. Die sagt uns, und gerade Herr Höcke ist es,
Du hast recht, die anderen sind ja eher Figuren auf dem Schachbrett. Strippenzieher ist Höcke. Übrigens kein sehr mutiger Mann, weil er sich selten heraustraut aus dem Ganzen. Und ich fand es übrigens auch echt sensationell, wie du auf die Essgewohnheiten in diesem Duell hingewiesen hast. Ja, muss ich mal sagen. Wer nicht einmal weiß, was man daheim isst, der gehört auch da nicht her, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist einfach ganz normal. Und deswegen, das wäre aber noch nicht das Schlimmste, logischerweise. Ja? Aber was schlimm ist, was sagt der eigentlich? Ich bin christlich-sozial, evangelischer Christ. So Sätze wie, es sollen nur noch normale Kinder in die Schule gehen. Heißt, Unnormales sortiere mir aus. Es fröstelt mich dabei. Übrigens kann es jedem passieren, dass ein Kind ein Handicap hat. Für mich ist, und das ist die Grundphilosophie, jedes Leben gleich viel wert. Und wer jedes Leben gleich viel wert. Wer so etwas sagt, der ist tatsächlich nicht in diesem Jahrhundert, sondern in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts zu Hause. Wer Europa sterben lassen will und meint, auf einer AfD-Parteitag sagt er, die Zukunft Deutschlands läge in Eurasien. Es klingt schon ein bisschen wie Lebensraum im Osten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wer die NATO beenden will und Deutschland aus der NATO austreten will. Ich weiß, es gibt sehr viele Menschen, meine Damen und Herren, die sind unsicher. Was passiert in der Ukraine? Wie geht es da weiter? Wie geht man damit um? Und ich habe da mehr als Verständnis, weil es treibt uns alle um. Eskaliert es, trifft uns das. Wie geht man damit um? Wie findet man möglicherweise irgendwann wieder einen Weg zu einem Waffenstillstand und vielleicht zu mehr? Aber jetzt mal eine ganz ehrliche Beurteilung eines jeden Einzelnen. Was passiert da gerade? Putin führt einen menschenverachtenden Vernichtungsfeldzug. Die eigenen Leute sind übrigens völlig wurscht. Der pumpt Menschenmaterial in diesen Krieg und will ihn einfach gewinnen. Eine Materialschlacht, nicht mehr, nicht weniger. Was passiert oder was würde passieren, wenn wir uns ganz zurückziehen? Könnte die Hoffnung dann erfolgreich sein, wie manche meinen, dann ist gut? Nehmen wir an, Putin gewinnt diesen Krieg. Ist dann alles vorbei? Wird er dann sagen, also mir ist es jetzt, also danke. Danke, dass ihr mitgeholfen habt. Was denkt wohl ein Mann, der sagt, der Zerfall der Sowjetunion war die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts? Man könnte meinen, er überlegt, ob man das irgendwie rückgängig machen kann. Und deswegen nur einfach meine Warnung. Alle, die heute sagen, die NATO soll sterben, liefern uns aus. Alle, die Deutschland aus der NATO rausbringen wollen, machen uns schwach und angreifbar. Und alle wie diejenigen, wie Herr Höcke, die dann hoffen, dass Putin unsere Probleme löst, macht uns am Ende nur zu Knechten. Und eines kann ich Ihnen sagen, Gerhard Schröder hat wenigstens immer zugegeben, dass er von Moskau bezahlt wird. Ja? Aber das, was die letzten Wochen stattfindet, mit den Bezahlen, mit der Spionage einzelner Mitarbeiter von Abgeordneten, Patrioten, Knechten nicht vor Despoten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das sind keine wahren Vaterlandsfreunde. Und deswegen weder in Thüringen noch in Deutschland, sondern dann die Vernunft. Bei diesen Wahlen jetzt und darüber hinaus kommt es neben den vielen landespolitischen Dingen, die du angesprochen hast, übrigens ziemlich bayerisches Regierungsprogramm, also es funktioniert übrigens. So sagst du, es funktioniert, Meister, Bonus, alles, das machen wir alles genau und so weiter. Ich komme dann noch zum Schluss kurz im bayerischen Werbeblock. Aber sind wir mal ehrlich, in einem Teil kämpfen wir jetzt alle gemeinsam gegen Demokratiemüdigkeit an, die uns Berlin gibt. Die Ampel ist schon eine ganz besondere Regierung. In Bayern war diesen Tag eine Umfrage mit ordentlichen Werten für die Staatsregierung und den Ministerpräsidenten, was gut ist. Aber 75% der Bayern sagen, der Ampel vertrauen sie null. Was ist da eigentlich passiert? Jetzt jenseits aller Parteien, denn es sind alles Demokraten, die sich da Mühe geben. Natürlich ist nicht jede Lösung perfekt. Die Wahrheit ist, unserem Land ging es selten so schlecht
Die Menschen hatten selten so wenig Vertrauen wie derzeit in die aktuelle Bundesregierung. Dabei sagen alle, ja, sei gar nicht so schlecht. Da habe ich, merken, ich mag ihn. Gerade auch vor die Kameras und sagte, gut, die Zahlen sind nicht gut, aber die Lage ist gut. In der Regel sagen es die Trainer des 1. FC Nürnberg. So, ja. Irgendwie besser, ja. Und für die Fußballprofis, das heißt dann Expected Goals, danach, da wären wir ganz weit vorn. Ja. So. Weil wir schmieren ab und werden immer schlechter. Die italienische Ministerpräsidentin, die ich am letzten Freitag die Ehre hatte zu treffen, sagt zu mir, sie war im Dezember völlig überrascht. Über eine Frage der Berliner Journalisten, als sie in Berlin war. Das war kurz nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, in dem der Schuldenhaushalt der Ampel zersägt wurde. Und zwar brutal. Hat es noch nie so gegeben in Deutschland. Wurde Frau Meloni gefragt, ob sie, Zitat, als italienische Ministerpräsidentin und ob Italien Deutschland noch für halbwegs finanziell seriös und solide hält. Italiener werden gefragt, ob Deutschland finanziell solide ist, meine Damen und Herren. Ein einmaliger Vorgang. Sie war wirklich echt perplex. Ja? Wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ja? Da drehen sich gerade Dinge um, die gar nicht gegeben hat. Natürlich kommt als Ausrede Krise. Natürlich ist Krise. Nicht nur Ukraine, auch Israel. Alles ist Krise. Aber wenn die anderen alle mit der Krise besser umgehen und erfolgreicher sind, wenn IWF, wenn G7-Perspektiven überall erfolgreicher sind als Deutschland, dann liegt zumindest die Vermutung nahe, dass es auch Fehler im eigenen Land gibt. Und ich will Ihnen sagen, was die Grundphilosophie ist, die falsch ist. Die Philosophie der Ampel ist zu glauben, Wirtschaftspolitik geht so, indem man mit über Schulden gemachte Subventionen für einige ausländische Konzerne die gesamte Wirtschaft führen kann. Man darf das überlegen, und ich freue mich über die Kollegen in Sachsen-Anhalt und Sachsen, über diese Bereiche. Das sind halt Unternehmen, die kommen her und sagen, was kriegen wir? Und dann siedeln wir uns an. Alles okay. Aber wenn dann gar kein Geld mehr da ist für die heimische Wirtschaft, für das heimische Handwerk, für die heimische Industrie, dann geht insgesamt die Wirtschaft nach unten. Wir müssen die Philosophie wieder ändern. Wir müssen uns zuvorderst um den eigenen Mittelstand, das eigene Handwerk und die eigene Industrie kümmern, meine Damen und Herren. Die brauchen Unterstützung und nicht eine zusätzliche Belastung. Und um das zu dokumentieren, kann man das im Dezember schön nehmen. Die Milliardensubventionen wurden nicht angetastet, als man kein Geld mehr hatte. Und wo greift man tief ins Netz, schneidet rein? Beim Mittelstand. Den Spediteuren werden CO2-Preis und Maut auferlegt. Übrigens Kosten, die uns dann alle treffen. Das wird umgelegt. Der Gastronomie wurde wieder die höhere Steuer auferlegt. Die ich übrigens auch in der Großen Koalition damals gesenkt habe auf die 7%. Und die Arroganz, die dann Heiks heißt, naja, da sollen die Leute halt nicht so oft zum Essen gehen und da sollen die Leute halt da nicht hingehen. Genauso wie die Arroganz gegenüber der Landwirtschaft, dann hauen wir halt beim Agrardiesel was weg. Das ist übrigens deswegen auch so schändlich und schäbig, weil jetzt gerade beim Thema Agrar und Landwirtschaft, ist auch angesprochen, wir noch in einer Situation sind, die wir bei anderen Dingen wie Medikamente nicht mehr sind. Bei Medikamenten hoffen wir, dass andere uns versorgen, weil wir das aufgegeben haben. Noch können wir uns mit unserem Essen ernähren. Und Thüringer, ein bayerisches besonders Essen, ist eine Marke in der Welt. Ich verstehe nicht, warum man den Branchen und den mittelständischen Betrieben, vor allem den vielen Familienunternehmen, die dahinter stehen, das sind häufig auch Familienunternehmen, derart Kürzungen auferlegt, mit einer Arroganz dann da auch vor die Öffentlichkeit tritt, als wenn es völlig egal wäre. Ich muss immer ehrlich sagen, China hat Staatskapitalismus. USA hat Börsenkapitalismus. Wir haben den Mittelstand. Wer den Mittelstand schädigt, schädigt den Lebensnerv unserer deutschen Wirtschaft, meine Damen und Herren. Und zwar ganz massiv. Und natürlich, was dann noch zusätzlich auf den Keks geht, ist dann so diese Attitüde, man wüsste ja sowieso am besten, was man essen soll. Meine Damen und Herren, jeder soll essen, was er will. Ja, jeder soll essen, was er will. Es gibt einige im Raum, die sehen aus, als wären sie top-vegan durchgestylt. Großen Respekt, ja. Mario, bei dir würde ich sagen, na ja, ökotrophologisch ähnlich wie ich, ja. Ja. Wissen Sie, wenn ich das dann so höre, und das wird ja immer gleich mit so einem, ich habe jetzt also Diskussion gehabt, ein anderer Abgeordneter sagt, ja,
Fleisch ist das Ende der Welt und Fleisch essen und Bratwürste essen, wer das macht, ist ein schlechter Mensch. Und so. Wissen Sie, meine Damen und Herren, ich bin jetzt 57 Jahre alt. Ich weiß, man sieht es mir nicht an, aber, schauen Sie, ich glaube schon zu wissen, dass ich selber entscheiden kann, was und wie ich esse, mit all den Konsequenzen dann. Ich habe keine Lust darauf, dass mir ständig irgendwelche verhungerten grünen Funktionäre erklären, was und wann ich essen soll, meine Damen und Herren. Das ist nicht meine Idee, das ist nicht meine Philosophie. Übrigens, als Vater von 4 Kindern, ja, also ich habe meinen Beitrag zur Rentenversicherung durchaus schon geleistet. Wenn ich dann höre, in München streiten wir auch drüber, da werden Kitas, die sagen, wir verbieten nicht Fleisch, aber wir bieten es keins an. Meine Damen und Herren, ganz ehrlich, an alle Mütter, glaubt man wirklich nur mit Brokkoli einen Kindergeburtstag zum durchschlagenden Erfolg zu verhelfen? Mein Eindruck ist, das ist zumindest schwer. Also Mittelstand. Das zweite ist Energie. Ich will aufgrund der Zeit jetzt reden, aber das dritte ist Fleiß. Das hat mir gut gefallen. Bei uns heißt es natürlich, weil wir da in München etwas Mindset. Das deutsche Mindset muss überarbeitet werden. Ist Leistung noch populär? Wenn man ehrlich ist, alle reden von Work-Life-Balance. Work-Life-Balance, Teilzeit, Homeoffice, ja. So, in Deutschland wird gestreikt nicht mehr für mehr Geld, sondern für weniger Arbeit. Heute war ein Kommentar in der Zeitung. Macht endlich die 4 Wochen klar. Meine Damen und Herren, mal ganz ehrlich. Glauben wir wirklich, dass mit immer weniger Arbeiten wir immer mehr Wohlstand haben? Wie ist nochmal Fußball? Ich bin ein alter Fußballfan. Glaubt wirklich eine Mannschaft, die nach der 70. Minute sagt, jetzt reicht's eigentlich, dass das durchschlagende Schlusssport wird? Machen wir denn schon in der Schule das? Das hat mir gut gefallen, wie du es gesagt hast. Ich war auch ganz ehrlich, also ich war ein unbegabter Musik nicht sehr begabt. Ja? Singen, laut, okay. Wir hatten am Freitag immer Flötenstunde. Ich weiß nicht, ob das jemand auch mal spielen musste. Und mir hat der Lehrer leid getan. Wir waren alle 5. Klassen und wir waren die letzte Stunde, die 6. Stunde. Und der Mann war also eh schon nervlich am Ende und hat auf unsere Klasse getroffen. Und ich habe das nicht richtig da mit meinen Fingern, war das nicht so. Und es waren immer eher, wenn ich das tiefe C, glaube ich, spielen sollte, war es dann irgendwie das hohe Fis oder was weiß ich. Ja. War jetzt bestimmt falsch. Aber der Mann war nervig am Ende. Meine Mutter hat mich gezwungen. Schwere Kindheitstrauma. Flöte, 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 Flöte. Ich konnte am Ende des Jahres Flöte spielen. Jetzt sind wir mal ehrlich, manchmal bei uns heute, wenn jemand den schiefsten Ton rausbringt, super, spitze, spitze Kai Sölwe, spitze Malte, gut hast du das gemacht, ja? Muss es nicht übertreiben, aber ein bisschen. Bundesjugendspiele, meine Damen und Herren. Keine Urkunde mehr. Mario, was war denn deine perfekte Sportart? Ich weiß, das ist eine fiese Frage, aber Fußball? Welche Position? Erst Stürmer, dann Libero. Also erst laufen und dann. Okay, sehr gut. Sehr gut, ja. Also, ich habe alles mögliche gemacht, aber bei Jugendspielen, da gab es die schnellen Läufer waren, da gab es die Springer waren. Und aufgrund meiner Physiognomie können Sie sich vorstellen, was bei mir eher stärker war: Kugelstoßen, Weitwerfen, sowas. Ja? Ich musste mich woanders anstrengen, um diese doofe Urkunde zu bekommen. Wenn wir heute schon sagen, wir machen lieber gar keine Urkunde, das lassen wir lieber weg. Welchen Anreiz setzen wir? Bei uns in München hat es eine Debatte gegeben über Schlafpsychologen. Eigentlich wäre es cleverer, ab 10 Uhr die Schule zu beginnen und richtig auszuschlafen. Ja? Ich stelle mir vor, ich hätte meinem Vater eine solche Idee erzählt. Ja? So, dass das alles nicht so schlimm ist mit Leistung und so weiter. Ja? Es hätte einen interessanten Gesichtsausdruck gegeben. Und deswegen müssen wir in der Tat, und das, was du sagst, was für Thüringen gilt, gilt für ganz Deutschland, wir müssen einen Anreiz zur Leistung geben, übrigens um seine eigenen Chancen zu sehen. Und deswegen ist dieses Bürgergeld, ich will da nochmal drauf zurückkommen, in jeder Beziehung der falsche Anreiz. Es hat übrigens schon einen Grund, warum in anderen Ländern 80% der Menschen, die neu zu uns kommen, in Arbeit sind, in Holland, in Dänemark, keine klassischen, übrigens jetzt sehr konservativen Länder. Und wo wir bei uns das unter 20% sind. Wir setzen die falschen Anreize. Und darum muss dieser Leistungsgrundsatz in dreierlei Form gelten. Erstens, wer arbeitet, muss deutlich mehr haben, als der nicht arbeitet, meine Damen und Herren. Erstens. Zweitens, wer nicht arbeiten will,
obwohl er kann. Wer nicht arbeiten will, obwohl er kann, der darf das. Es gibt keine Verpflichtung. Ich würde mir auch nicht zumaßen, ein moralisches Recht zu haben. Das ist eine Lebensentscheidung. Aber wenn man könnte, nicht will, man der Aufforderung nicht nachkommt, darf man nicht erwarten, dass die anderen das für einen mitbezahlen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist nicht gerecht und solidarisch. Und das Dritte, und da finde ich, haben wir in Deutschland Fehler gemacht, wir waren als Union dagegen, für jemanden, der noch nie einbezahlt hat in die Kassen, jemand, der noch gar nicht die Chance hatte einzubezahlen, der kann doch nicht am Ende die gleichen sozialen Leistungen bekommen wie jemand, der sein ganzes Leben eingezahlt hat und ein halbes Jahr im Wartezimmer warten muss. Das geht nicht, da braucht es eine andere Form der Sensibilität und Gerechtigkeit. Und das sind alles Dinge, für die wir stehen. Im fachlich Feinen und im Grundsätzlichen. Und was bei der Ampel einfach auch so ein bisschen auffällt, man versucht natürlich abzulenken von den großen Themen, indem man Nebenthemen bringt. Das ist mit der Sprache schon ernst. Ich habe das vor 2-3 Jahren unterschätzt. Gender. Dass Sie mir nicht falsch verstehen, jeder soll privat machen, was er will. Es gibt beim Essen wie beim Reden, wie Sie wollen. Wenn Sie mit Ihnen reden können, okay. Bei mir wird sich das eher wie so ein Schluckaufverhalten an. Innen, ja. Liebe GästInnen hier, ja. Es gibt ja ganz gute Dinge. Letztes Mal bei den Schützen, da sage ich normalerweise, liebe Schützenschwestern, Schützenbrüder. Nein, richtig heißt es, liebe SchützenbrüderInnen. Darf jeder machen, wie er will. Habe wirklich kein Problem. Was mich dann das erste Mal verunsichert hat, als ich gehört habe, letztes Jahr im Interview, ja, Sprache verändert die Gesellschaft. Das heißt, alle, die Gender machen, das sind aus Hobby und Freude und sprachlicher Feinheit, sondern sie haben damit ein Gesellschaftsbild. Das gilt übrigens nicht nur bei dem Innen, das gilt auch bei anderen Dingen. Letztens in einem Interview gesagt, bei der Schuldenbremse, da bleiben wir echt hart, ja, also außer wir schaffen den Länderfinanzausgleich ab, wo ich jederzeit offen wäre. Ja, wir haben ja die Schuld mittlerweile schon getilgt für dieses Lehen damals, ja. Habe ich gesagt, ja, wir in Bayern bleiben der letzte Mohikaner. Der Moderator kam in Schockstarre. So, was ist jetzt los? Sie haben Mohikaner gesagt. Der letzte Mohikaner. Psst. Indianer. Bis heute hat es keinen Abbruch der diplomatischen Beziehungen gegeben, meine Damen und Herren. Und es ist kein Witz, ich habe den chinesischen Minister gefragt, ob er eigentlich das Lied, ein beliebtes deutsches Kinderlied, kannte, 3 Chinesen mit dem Kontrabass. Ja? Er fand das jetzt ganz lustig, ich habe es ihm vorgesungen. Jeder soll tun, was er will. Und es steht mir nicht zu, jemand anders zu kritisieren. Aber jetzt kommt's. Ich habe für Bayern entschieden, dass in den Behörden, in den Hochschulen, wo es übrigens noch ganz anders zugeht, du kennst es, da gibt es Leute, die setzen ein Sprachregelwerk auf und nehmen Diplomarbeiten, zum Beispiel Facharbeiten, nicht an, wenn das Sprachregelwerk nicht erfüllt wird. Und zwar ein Sprachregelwerk, das dann irgendjemand, aber nicht der Deutsche Rat für Rechtschreibung oder die öffentliche Hand entschieden hat. Und in der Schule arbeiten wir hart daran, dass mehr Deutsch kommt. Es stimmt übrigens, wir Bayern liegen relativ weit vorn. Thüringen war mal mit ganz vorne. Jetzt sei er nicht mehr vorne. Und Bildungspolitik ist wirklich, meine Damen und Herren, ausgesprochene Ländersache. Also da kann man sich nicht drücken. Das sind nicht die Krisen der Welt verantwortlich. Ja, das sind keine geheimen Mächte. Wenn man nicht genügend Geld in Schulen investiert, wenn man kein Leistungskonzept hat, wenn man nicht die Lehrerinnen und Lehrer fördert, dann wird es nichts werden. Und ich würde mir echt wünschen, dass wir in Deutschland bei der Bildung nicht immer weiter nach hinten fallen, sondern endlich wieder mehr Länder haben, die Mumm haben, Leistung zeigen. Und drum allein schon deswegen für die Kinder der Zukunft braucht es in Thüringen einen Regierungswechsel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und jetzt haben die Kinder ein bisschen Probleme mit der Sprache. Ist auch nicht so richtig sexy, immer den ganzen Tag Diktat zu üben. Meine Mutter hatte das übrigens auch sehr intensiv mit mir geübt, deswegen bin ich ganz gut.
Aber wenn das jetzt schon so ist, macht es dann einen Sinn, wenn die aktuelle Rechtschreibung schon nicht perfekt ist, dann noch zusätzlich diese neuen Regeln zu haben, die kein Mensch von uns versteht, mit Innenstrichen, was weiß ich, Pausen, so ein Zeug. Und deswegen habe ich gesagt, um da gar kein Missverständnis aufkommen zu lassen, ja, um da gar kein Problem zu haben. Privat darf jeder machen, was er will. Aber in dem Bereich der staatlichen Verwaltung, der Hochschulen und der Schule gilt in Bayern ein Genderverbot. Und dabei bleibt es in Bayern auch, meine Damen und Herren. Letzte Argument. Also, im Winter fehlen uns Hustensäfte. Viele Eltern haben Sorge gehabt, wenn es besonders kalt wird und Wellen kommen. Was machen wir? Wir haben eine Situation der Krankenhäuser. Ich weiß, dass Jena ein super Krankenhaus hat. Toll aufgestellt. Aber je weiter man in die ländlichen Räume geht, gilt für Bayern auch, haben die Landkreise Angst, ob sie noch ihre Krankenhäuser halten können. Und dann mag der Lauterbach von der Charité in Berlin schwärmen. Ich kann auch über die Münchner Unika-Klinika reden und ist im Top-Niveau. Aber wenn wir unser Land nur so aufstellen, dass die Großstädte unterstützt werden, wenn der ländliche Raum ausblutet, wenn er reduziert wird, wenn er zum Zwei-Klassen-Medizin-Land erklärt wird, dann muss man sich nicht wundern, wenn radikale Kräfte da reingehen. Wenn wir was machen, brauchen wir endlich Medizin auch für die ländlichen Räume auf Dauer sicherzustellen, dass jeder den besten Ansatz findet. So. Eigentlich eine gute Aufgabe für einen Gesundheitsminister. Was macht Deutschland? Wo kriegt Herr Lauterbach rote Bäckchen, wenn er über das Kiffen redet? Der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, der war auch in China, wird von Studenten der Chinesischen Universität oder Shanghai gefragt, Herr Bundeskanzler, wenn wir nach Berlin kommen, müssen wir kiffen? Müsst ihr euch mal vorstellen, kein Witz. So wird das Bild über uns gezeigt. Unsere Nachbarn, die Holländer, haben, ich habe viel oft gefragt, warnen davor, sie sagen, ihr kriegt die Zahnpasta nicht mehr zurück in die Tube. Die Kriminalität ist in Holland massiv gestiegen. Das ist übrigens auch relativ logisch, da geht es sogar so weit übrigens, dass Narkoskriege, diese Drogenbarone, auf offener Straße stattfinden. Eine Töchter von Maxima traut sich nicht auf die Straße, weil er von solchen Drogenmann bedroht wird. Ist auch übrigens klar, wenn der Dealer sagt, schau mal, das ist hier legal, und das vielleicht nächstes Jahr. Wir müssen im Moment händisch bei der Justiz tausende von Akten raussuchen, um quasi etwas, was schon verurteilt war, im Nachhinein als straffrei zu sehen. In Holland gibt es maximal 15 Joints. Bei uns 75. Wie schaut man denn nach 75 Joints im Monat aus, meine Damen und Herren? Vielleicht ist es auch wurscht, weil man immer in den Spiegel schauen kann. Ich finde, das ist eine Art und Weise, ich kann es nur sagen, da wird dann gesagt, na ja, klar wird es beim Autofahren mal ein wenig schwieriger. Klar, die Leistung lässt ein wenig nach in Schule, Dinge, aber man merkt es ja nicht mehr so. Klar, das müssen wir jetzt mal machen. Und dann zählt man dann, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, als das so gefeiert wurde, wie dann Leute sich so komische Pfeifchen reinziehen. Wirklich, ich will nicht spießig sein, ehrlich nicht. Ja? Aber die Idee zu sagen, und bis 100 Meter vor die Schule, da darf man danach nicht. Manchmal haben wir doch schon Angst, dass in den Schulen was stattfindet. Ich finde es einen grundlegenden Fehler, für Kinder und Jugendliche den Zugang zu Drogen leichter zu machen, meine Damen und Herren. Es ist einfach falsch und ich möchte das nicht und wir möchten das nicht. Und all das, ergänzend zu dem, was du gesagt hast, all das kann man übrigens total einfach ändern. Es gibt ja viele Bürger, die meinen, die Politik, die Demokratie, die kann ja gar keine Lösung mehr bringen. Es geht ganz einfach. Man muss nur den Kurs etwas ändern, den Mumm hat es durchzusetzen und ein bisschen Optimismus zu verbreiten. Obwohl ich Fan des 1. FC Nürnberg bin, bin ich Optimist. Und ich finde auch manchmal diese trostlosen Ampelgesichter machen einem auch keinen Mut, meine Damen und Herren. Der eine sagt nach links, der andere sagt nach rechts und Olaf Scholz macht wie immer, was er am besten kann, er sagt nichts. Jetzt ist klar, dass Olaf Scholz und ich ein anderes Temperament haben, aber ein bisschen mehr erklären wäre schon ganz gut. Und ich glaube, wir sollten den Violinschlüssel für die Zukunft genauso aufstellen, wie du das sagst oder wie wir das empfinden. So eine Mischung aus Modernität und Bodenständigkeit. Bei uns nennt man das Laptop und Lederhose. In der Tat, der Freistaat Bayern investiert in Technologie, glaube ich, also auch wenn Thüringen super ist, aber
Wir haben allein 5,5 Milliarden Euro in die Hand genommen für das größte Technologieprogramm in Bayern. 1000 Professuren, 20 große Forschungseinrichtungen, Max Planck, Leibniz, Helmholtz, Fraunhofer. Wir haben die meisten KI-Lehrstühle jetzt in Bayern auf den Weg gebracht, in ganz Europa. Wir in Bayern investieren mehr für KI als Länder wie Italien oder Spanien. Pro Kopf umgerechnet sogar wie mehr als beispielsweise UK. Wir haben mehr Supercomputer als Taiwan oder Südkorea. Weil wir glauben, ich persönlich glaube auch daran, dass die Technologie die größte Chance ist, die Welt und die Produkte besser zu machen. Wir investieren auch in Luft- und Raumfahrt übrigens. Ich wurde da übrigens nie von Fehler sehen. Ich wurde da oft verlacht. Mensch, der Markus Söder will zum Mond, hieß es dann damals. Sogar mein Koalitionspartner, damals noch Opposition, war da gesagt, der Söder will zum Mond. Daraufhin habe ich ihn dann zum Raumfahrtbeauftragten später gemacht. Wir haben jetzt vor wenigen Wochen, jetzt müssen wir einfach nochmal überlegen, ja, haben wir von der ESA in Bayern mit unseren Aktivitäten den Zuschlag bekommen, für künftige Mondkontrollkommissionen das Zentrum in Bayern, so in Oberpfaffenhofen. Also für die künftigen Mondmissionen der ESA ist das so. Und da die ESA eng mit der wirklich supergroßen NASA kooperiert, wird auch für die Mars-Missionen der NASA, also eine der großen Träume, jenseits aller Dinge, die uns auch beschäftigen, wird wir dabei sein. Das heißt also, künftig werden Sie hören in der Welt, Houston, wir haben ein Problem, Bayern hat die Lösung. So, so wird es dann künftig möglicherweise sein. So. Und das ist der eine Teil, ein Laptop. Und das andere, Lederhose, heißt Respekt. Respekt für Heimat. Dialekte. Übrigens, heutzutage weiß man, dass die Dialekt sprechen intelligenter sind als andere. Wir haben das immer gewusst, meine Damen und Herren. Das ist nie bestritten, das Ganze. Ja? Dazu können Vereine schützen, trachten. Auch Blasmusik beispielsweise. Übrigens, Kompliment zu der tollen Musik. Meine Leute können nicht so singen, vielleicht laut, aber nicht so gut. Das ist wirklich großer Respekt. Aber das gehört alles dazu. Wenn wir zum Beispiel Staatsgäste empfangen, nochmal beim G7-Gipfel kam dann der US-Präsident, ist übrigens bei den Amerikanern total interessant, die tun sich wahnsinnig schwer, Ministerpräsident auszusprechen. Die haben dann zu mir gesagt, Herr Ministerpräsident, haben gesagt, Hello, Mr. President. Wir haben es mal auf die Liste gesetzt, ja. Und dann kommt der US-Präsident damals, das war ja her, und kommt dann, und wir haben bei uns unsere Gebirgsschützen. Eine ganz lange Tradition. Sie haben sie vielleicht öfter schon gesehen mit wundervollen Monturen. Ein ganzes stolz bayerischer Selbstbewusstsein. Und dann kommt der US-Präsident, oh, what's that? Und ich sage, my Bavarian Army. Ja, so. Das ist Ausdruck von Tradition. Das gehört zu unserem Leben dazu. Blasmusik. Vereine, Ehrenamt, all das, was da stattfindet, das ist die Bodenständigkeit, die wir brauchen. Nicht nur nach den Sternen greifen, nicht nur machen, was alle machen im globalen Kontext, im europäischen, sondern schon zeigen, wer wir sind. Nicht um andere abzugrenzen, sondern uns selber auch darzustellen und zu zeigen, wer wir sind. Das, meine Damen und Herren, ist eigentlich die richtige Zukunftsidee. Nicht nur in Großstädten, sondern auch im ländlichen Raum. Nicht nur für eine kleine Gruppe, sondern für alle Menschen da zu sein und sie mitzunehmen auf dem Weg in die Zukunft. Und ich bin der festen Überzeugung, die Zukunft hat viel Gutes vor uns. Wir dürfen uns halt nicht doof anstellen. Wir werden nicht die Krisen ausblenden können. Wir können nicht bestimmen, woher die Winde wehen, aber wie wir die Segel setzen, auch in Stürmen, das entscheiden wir schon selbst. Und weil das so ist, braucht es in Deutschland einen Richtungswechsel? Braucht es in Europa eine Verbesserung? Und sagen wir mal so, bei Thüringen, es gibt kaum eine Region, wo es evidenter ist, dass es gut wäre, wenn man ein Kapitel endet und ein neues beginnt. Und ich würde mir wünschen, dass alle Demokraten in Thüringen sich am Ende hinter einen versammeln, mithelfen, dass es die AfD nicht wird, dass es ein seriöser Mann wird. Wir haben jetzt gerade gehört, ein schlauer Mann, er ist Professor. Ein kluger Mann, er versteht das. Er ist ein intelligenter Mann, er macht's wie Bayern, meine Damen und Herren, ja. Und am Ende einer von euch, der aus dem Land kommt. Es wäre für uns unvorstellbar, wenn was anders wäre. Mario Vogt soll Ministerpräsident werden. Viel Erfolg, viel Glück und Gott schütze Thüringen. Dankeschön.